Seid mir gegrüßt. Willkommen zurück zu Sid Meier's Pirates. Wir haben beim letzten Mal unser letztes Familienmitglied gefunden und sind momentan auf der Suche nach Piraten. Und haben jetzt hier gerade beim Beenden der Folge für die Franzosen noch den Titel des Marquis bekommen. Ich wollte das jetzt hier nochmal für die Engländer versuchen, bevor wir dann um diese Insel hier herumfahren. Damit dann versuchen, ihn hier, den Bart Roberts, zu finden. Pirat können wir natürlich auch noch angreifen. Was soll das denn? Okay, wir versenken. Nehmen Essen mit. Und fahren kurz hier vorbei. Und holen uns auch den Marquis-Titel ab. Gut. Sehr schön. Das heißt, nächster Halt sozusagen ist also dann hier die Umrundung der Insel vorne. Spanien, da weiß man gar nicht genau, ob die uns noch gerade irgendwie mögen. Wir werden auf jeden Fall mal die Immigranten transportieren nach Havanna. Ja, da ist er ja schnell unterwegs hier. Da müssen wir leider die englische Brig versenken. Dann kann er hier auch schon reinfahren. Mal sehen, ob das jetzt hier für eine Verbesserung reicht. Jawohl. Das reicht uns für den Baron. Und wir nehmen hier kurz
die Einladung an. Wir müssen uns ja noch ein bisschen auf die Suche nach den schönen Töchtern machen. Weil die wohl nur die Karten hergeben für die Inka-Städte. Und die wollen wir natürlich haben. Das heißt, das sollten wir dann auf jeden Fall ja auch nochmal in Angriff nehmen. Aber erstmal jetzt noch hier den einen Piraten und dann holen wir uns unten mal den Schatz, damit wieder Platz für ein neues Schatzkärtchen ist. Das war jetzt nicht so viel, aber naja, immerhin. Das heißt, wir fahren hier am besten mal die Küste ab. Dann haben wir gleich noch ein paar Hinweise für das nächste Mal. Ah, den Henry Morgan, den lasse ich jetzt mal gewähren. Weil der hat auf jeden Fall ein gutes Schiff. Und ihn kann ich dann nutzen nachher, wenn ich den Marquis angreifen möchte. Dann hole ich mir nämlich von ihm das zweite Schiff, das ich benötige. Brauche ich jetzt aber noch nicht, deshalb lasse ich ihn jetzt noch mal ein bisschen gewähren. Wir können uns in der Zeit hier nochmal die Gegebenheiten anschauen. Wir sehen hier die Jesuitenmission. Ein paar Indianerdörfer. Hier ist auch noch einer, den Bonnet.
Das heißt, hier drüben haben wir auf jeden Fall zwei. Die wir noch nachher holen können. Town, wo auch noch einer drin steckt. Das ist nur... Ne, das ist nur die Enklave. Stay the Bonnet. Die Information hatten wir schon. In die Richtung zu segeln ist immer ein bisschen schwieriger, weil man meistens immer nur Gegenwind hat. Das dauert dann umso länger. Also muss man sich dann immer schon überlegen, ob man hier wirklich lang möchte. Beziehungsweise ob man eben diese Route einschlagen möchte. Den Wind ausnutzen hier. Englische Siedlung. Hier ist noch jemand. Ah, hier ist Blackbeard. Okay. Der hat... Was hat er dann dabei? Fregatte. Ja. Das ist auch gut. Die Fregatte könnte man natürlich auch nehmen. Die Piratenbrick, die werden wir jetzt so mal angreifen. Die nehmen wir mal mit. Wir hatten ja jetzt ja nicht mehr ganz so viele Leute. Und Blackbeard darf noch ein bisschen weiterfahren. Wir müssen ja ganz rüber nach Puerto Cabello für den Schatz, glaube ich, oder? Ja, Puerto Cabello. Und nochmal abklappern, wer jetzt hier eigentlich die schönen Töchter hatte. Bei den Spaniern. War das hier schon in Erfahrung gebracht eigentlich? Puerto Bello auf jeden Fall noch nicht. Recht unscheinbar. Ah ja, okay. Schatzflotte nach Cartagena. Dann nehmen wir euch mal mit. Jetzt können wir die nämlich noch abfangen. Gena liegt ja quasi
Weg hier. Truppen. Interessiert uns jetzt nicht. Hier den Wind ausnutzen. Hier haben wir, was haben wir denn hier? Ah, hier ist eine Schatzgaleone, okay. Der war schlecht. Ja, das war schon mal ganz gut. 2.500. Gucken wir drüben das. Das war doch auch ein Schatzschiff, oder? Eine Handelsgaleone. Ja, das war die Schatzgaleone. Möchte er noch kämpfen. Gut. Ja, er hatte jetzt nicht so viel dabei. Da war die Handelsgaleone. Okay, Handelsgaleone. Gut, was müssen wir hier? Recht unscheinbar. Friedelahacha ist attraktiv. Kaibo war schön. Hier ist das Schatzschiff. Das werden wir uns natürlich dann auch noch hier mal holen. Dem, wo er da hin will. Wo will er denn hin? Okay, nochmal 2.500.
heißt, unser Weg würde uns jetzt erst nochmal Richtung Maracaibo führen. Weil ich nicht ganz sicher bin, ob die... Also nur die spanischen Schönheiten quasi die Karten hier freigeben. Zur Besänftigung können wir hier nochmal den Pirat losschicken. Den Kapitän nochmal los nach Rio de la Haja. Okay, bevor er mir das jetzt jedes Mal hier anbietet, nehme ich das mal mit. Stay the Bonnet. Okay. Ja, brauche ich alles nicht. Kurz reparieren. Das Gute bei den Piraten ist immer, dass sie eigentlich immer auf einen zufahren, egal ob man hoch überlegen ist oder nicht. Aber er fährt also immer auf einen zu. Ist natürlich immer gut, wenn man mehr Leute dabei hat und gegen den Wind segelt. Geht natürlich dann schneller. Also einmal Zwischenhalt in Maracaibo, um das mal kurz abzuklären, wegen der Schatzkarte. Ah ja, cool. Ich brauche ja noch die Diamantenhalskette. Müsste ich ihr jetzt geben. Das brauche ich jetzt mal nicht. Hallo. Die Mexicano. Gut, okay. Jetzt weiter. Jetzt holen wir uns den Schatz. Und wem ist der eigentlich? Ah, ist schon Blackbeards Schatz. Okay. Also man kann diese Halskette auch mehrmals bekommen. Das ist also nicht das Problem. Aber ich möchte natürlich jetzt nicht unbedingt... öfters kaufen müssen.
Ich werde aber nicht drum rumkommen, weil die schönen Töchter sind ja dann auch nicht so viele und mit den meisten haben wir ja schon getanzt. Oder mit einigen zumindest. Das heißt, das ist dann auch so eine Sache. Naja. Also, gut, jetzt hier, Puerto Cabello. Wo ist denn unser Schatz? Puerto Cabello. Wir müssen rechts davon landen. Schlagen wir hier diese Richtung ein. Wir haben hier die Hütte. Könnte diese oder diese sein? Ich müsste es. Links der Geysir. Genau. Das heißt, wir gehen ungefähr in der Mitte mal hier hoch. Das ist die zweite Hütte. Drüben den Schatz. Ja, 9000, gar nicht so schlecht. Jetzt könnten wir noch überlegen, ob wir sogar hier Puerto Cabello angreifen. Dann würde ich meine Männer wieder etwas reduzieren. Wir haben jetzt doch ein paar Männer mehr mit, als wir eigentlich brauchen. Mit 4. Reicht. Schwer zu sagen. Er hat 80, ist schon relativ viel. Wir werden es mal probieren. Startposition ist jetzt hier ziemlich entscheidend, denke ich mal. Hier. Die müssen wir platzieren. Gegner ist. Ah ja, da sind ja einige. Wir haben ja eine ganz gute Moral, also vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück. Wir sollten halt hier mal raus. Eventuell kommen sie dann aus der Deckung. Hier, wenn wir halt reingehen, jetzt nichts anderes machen. Hier werde ich einmal aussetzen. Da haben wir jetzt natürlich von allen Seiten beschossen. Ja,
Schade. Okay. Die Offiziere. Sie können auf jeden Fall hier noch angreifen. Hier werden wir zweimal schießen. Ihr könnt aussetzen. Euch holen wir zurück. Offiziere werden leider draufgehen jetzt. Ich kann die Bukaniere kann ich einmal zurückholen. Ich werde dann schießen. Ich werde hier muss ich auf jeden Fall rüberziehen. Die Piraten lasse ich hier stehen und die anderen Bukaniere ziehe ich auch zurück. Ich kann leider auch nur die Indianer hier angreifen. Aber ihr müsst jetzt langsam aus der Deckung kommen. Doch noch eins zurückziehen müssen. Okay. So, jetzt muss der eigentlich schon mal rauskommen noch. Ja. Okay. Das heißt, wir können hier zweimal schießen. Und greifen hier an. Gehen hier in den Wald. Und ziehen hier einmal zurück. Okay. Ah, 6300, das ist doch ein schönes Sümmchen. Viele versteckte Siedlungen. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Ellen ist unterwegs. Ich bin jetzt unter 62, das ist okay. Okay.
Gut, dann, was haben wir jetzt hier? Caracas ist unscheinbar, unscheinbar. Hier wissen wir es noch gar nicht. Das heißt, Margarita wäre unser Ziel. Dann können wir auch noch mal gucken, wer mit wem im Krieg ist. Also die Spanier, Engländer, Spanier, Franzosen. Das heißt, also wir könnten hier für die Engländer und für die Spanier noch was machen. Ich denke mal, es wird jetzt hier noch nicht reichen. Ja, doch, es reicht schon. Das ist ja hervorragend. Die nächste Schatzkarte. Jack Rackman in Cumana. Die können wir uns nämlich dann gleich schon holen. Der Rackman war ja jetzt nicht so mit Gold überhäuft, glaube ich. Ja, das heißt im Prinzip, wir sind jetzt hier bei den Engländern fertig, haben also noch die Franzosen. Da müssen wir wohl mal schauen, ob wir da noch eine spanische Enklave irgendwie angreifen. Hier werden wir nochmal den Pirat aktivieren. Und zwar nach... Curaçao, kannst du hier aufbrechen? Fähiger Segelmacher. Ja, das ist doch super. Sehr schön. Ja, und damit würde ich sagen, beende ich dann auch wieder diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr bleibt weiterhin dran. Wer Lust und Laune hat, beziehungsweise wem der Kanal gefällt, darf gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich sehr, wenn es hier auch ein bisschen weitergeht. Ansonsten sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.